So, moin moin, meine lieben Freunde, willkommen zum nächsten Video. Ja, heute haben wir das Automatenmodell für Typ-2-Sprache, für kontextfreie Sprachen. Ist der PDA, zu Deutsch Kellerautomat, im Englischen ist es Pushdown, Automaton. Und jetzt haben wir wieder verschiedene Bausteine, wie auch beim DFA, NFA. Wir haben eine Zustandsmenge Z, wir haben Sigma, wir haben ein Gamma. Das ist dieses tolle Hangmengen-Ding. Und dann haben wir Delta und einen Startzustand und eine Raute. Also das heißt, was Neues ist jetzt das Delta und die Raute. Naja, Gamma und die Raute, nicht Delta. Gamma ist das Arbeitsalphabet. Denn wir arbeiten gleich mit einem Schreib-Lesekopf, der über das Band hinweggeht, wo das Wort, Eingabewort drin steht, und wir haben ein Stack, wo wir Sachen aus dem Arbeitsalphabet reinspeichern können, löschen können und alles Tolle damit machen können. Wie gesagt, es fungiert als Stack, das heißt, was ganz oben ist, wird gerade bearbeitet und betrachtet. Sollte man schon mal gehört haben, wie Stacks funktionieren. Und wir haben diese Raute, das ist etwas aus dem Arbeitsalphabet und ist das unterste Zeichen, womit das ja, die Konfigurationsfolge startet und auch, wenn das Wort erkannt wird, endet. Ja, viel Gerede drumrum. Ich bringe jetzt mal zwei theoretische Beispiele und dann machen wir eine Aufgabe mal an sich. Also anfangs, wenn wir jetzt ein Wort lesen wollen, sind wir in einem Zustand, haben das Wort zu lesen und haben eine Raute oben. Das heißt, wir starten mit einer Raute immer. Dann nach beliebig vielen Schritten oder nach beliebig vielen Transitionen, also dieses ungekippte T da, heißt Transition oder stellt eine Transition dar. Naja, sind wir irgendwie in Z-Strich, haben das Wort abgearbeitet und haben den Keller leer. Das heißt, wenn wir das Wort abgearbeitet haben und der Keller gleichzeitig leer ist, also wenn das beides zutrifft und wir in einem Endzustand sind, dann haben wir das Wort erkannt. Wenn nicht, wird das Wort nicht von der gegebenen Sprache erkannt. Wie sieht denn die Sprache aus oder die Produktionsfolgen? Weil das war jetzt hier, wenn wir ein Wort abarbeiten wollen. Jetzt kommt die Produktionsfolgen. Naja, wir sind in einem Zustand Z, haben zum Beispiel oben im Keller eine Raute, dann lesen wir irgendwas, also A ist jetzt Element Sigma, und ja, dann gehen wir zum Beispiel nach Z-Strich und legen irgendwas in den Keller rein. Das wäre jetzt A-Raute. Das heißt, A ist jetzt aus Gamma. Wichtig dabei ist, das heißt, wir sind in Zustand Z, lesen ein A, wenn wir eine Raute oben haben, gehen dann nach Z-Strich und legen das da rein. Was man dabei beachten muss, das, was wir hier lesen, also die Raute, die nehmen wir auch raus. Wenn wir die nicht wieder reinlegen, wird die gelöscht. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ein A lesen und das A nicht reintun, wird das A so gesehen gelöscht. Das heißt, wenn man sich jetzt hier irgendwie den Stack vorstellt, da ist jetzt irgendwie, unten ist die Raute, dann ist da oben was drin, dann ist hier was, hier was, hier was, hier was. Wenn wir hier gerade sind und das lesen und das löschen, tun wir nichts rein und sind einfach einen weiter unten. So funktioniert der Stack halt. Ups. So, ich mache jetzt dann mal am besten ein kleines Beispiel. Na, wo habe ich es denn? Also, wir haben jetzt die Sprache L1 nächstes Mal. Dort haben wir A hoch N und B hoch 2N mit N größer gleich 1. Naja, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt überlegen. Für jedes A, was wir lesen, wollen wir später ja zwei Bs haben, da wir ja doppelt so viel Bs haben, da wir ja die N zu 2N Variante haben. Naja, wir starten in Z0. Es muss nicht unbedingt Z0 heißen, aber es muss halt dargestellt, also es muss sicher sein, was jetzt der Startzustand ist. Ich sag's mal so. Wir sind jetzt in Z0, haben eine Raute oben, damit starten wir immer. Egal, was ihr lesen wollt, ihr startet immer mit der Raute. Naja, am Anfang lesen wir mindestens ein A, da es hier größer gleich 1 ist. Was machen wir dann? Naja, wir können dann zum Beispiel nach Z0 gehen und legen zum Beispiel zwei A's und eine Raute rein. Warum jetzt zwei A's? Naja, man muss sagen, da wir doppelt so viel B später lesen wollen, wie wir A's gelesen haben, lohnt es sich, für jedes A zwei große A's reinzulegen, und später arbeiten wir pro B zwei große A's ab, ein großes A ab. Das heißt, am Ende haben wir doppelt so viel B's wie A's gelesen. So, jetzt haben wir noch die Chance, dass wir ein weiteres A lesen wollen. Dann haben wir nicht mal die Raute oben, sondern hier, das wäre dann oben, das A. Das heißt, wird von links gelesen, der Stack. Der Stack hier, der Stack wäre jetzt
Das wäre jetzt der Stack. Bildlich dargestellt. Naja. Ja, lesen wir jetzt wieder ein A. Gehen wieder nach Z0 und legen. Naja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir ja jetzt drei As reinlegen, weil dieses A haben wir ja schon gelesen, das existierte schon. Und diese zwei As definieren jetzt, dass wir dieses A gelesen haben. Also wirklich wichtig nochmal, das, was wir lesen, wird gelöscht. Das heißt, wenn wir es wieder reinhaben wollen, müssen wir das extra nochmal dazu tun zu dem, was wir eh reintun wollen. Gut. So, wenn wir jetzt irgendwie keinen Bock mehr haben, dann gehen wir jetzt in Z0, haben ein A oben und denken uns jetzt, ja, jetzt lesen wir die Bs. Dann gehen wir zum Beispiel nach Z1, ihr könnt das auch ZB nennen oder so, und dann legen wir nichts rein. Das heißt, wenn wir jetzt zwei As gelesen haben, haben wir ja so gesehen vier große As im Keller und eine Raute. Das heißt, wenn wir zwei As gelesen haben, müssen wir, wenn es erkannt wird, vier Bs lesen. Und pro B, was wir haben, arbeiten wir ein großes A ab. So, das machen wir dann so lange, bis wir fertig sind. Das heißt, wenn wir in Z1 sind, oben im Keller wieder die Raute haben. Das heißt, wenn wir das hier alles abgearbeitet haben, haben wir die Raute oben. Naja, dann lesen wir nichts mehr. Das Wort ist dann fertig. Ups, gehen nach Z1 und legen nichts mehr rein und sind fertig. Das wäre jetzt im Prinzip, wie der Automat funktioniert. Jetzt können wir gucken, ob ein Wort erkannt wird. Ich denke mir jetzt ein Wort aus. AAB zum Beispiel. Das sieht man direkt, das würde eigentlich nicht erkannt werden, aber das ist ein gutes Beispiel. Wir starten in Z0, haben das Wort, haben die Raute oben. Zoome ich mal kurz runter. Gut. So, hier die Transitionspfeile wieder. Das heißt, wir sind jetzt in Z0, haben eine Raute oben und lesen ein A. Da gucken wir einfach, wo haben wir das denn? Ja, hier. Z0, Raute, wir lesen ein A. Das heißt, wir haben das eine A abgearbeitet, legen zwei As und die Raute wieder rein, machen das nochmal, haben jetzt vier As drin, sind jetzt in Z0, haben ein A oben, lesen ein B, gehen nach Z1 und löschen das eine A raus. So, das Wort ist jetzt leer, wir haben immer noch drei As und die Raute drin. Das Wort ist leer, aber der Keller ist nicht leer, das heißt, das Wort wurde nicht erkannt. Das heißt, W1 ist nicht in der Sprache. Und so macht man das. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein, ciao.